Ich hätte dich am liebsten da behalten. Ist was mit dir? Weil du halt klassische Musik bist. Naja, ich weiß es noch nicht. Guten Morgen. Auch schon auf. Wir haben dich gar nicht gehört. Ja. War auch schon im Bad. Leo, weißt du was? Tu den Vorhang beim Duschen in die Wanne. Ich hab ihn in die Wanne. Das spritzt bei eurer Dusche an der Seite raus. Leo, wenn man den Vorhang ein bisschen anfeuchtet und an die Kacheln klebt, dann kann seitlich nichts mehr rausspritzen. Weißt was? Schreib doch eine Gebrauchsanweisung und kleb's ins Bad. Entschuldigung. Ich hab ja gedacht, ich sag's einmal. Vielleicht ist es dir unangenehm, wenn das Bad unter Wasser steht. Also mir wäre das unangenehm. Tut mir leid, aber ich kann mich nicht den ganzen Tag über Duschvorhänge unterhalten. Ciao. Ciao. Musst du das aufführen? Hat das jetzt sein müssen, ja? Wieso? Das war in einem total höflichen Ton. Höflich? Einen totalen Oberlehrerton hast drauf gehabt. Wenn man den Vorhang anfeuchtet und an die Kachel klebt, dann kann nichts mehr rausspritzen. So nicht, Bruderherz! Es passt dir doch bloß nicht, dass mir er hier übernachtet hat! Mir passt bloß nicht, dass er das Bad unter Wasser setzt! Ruhe da draußen! Sagen Sie mal, Herr Hofer, muss das sein, dass Sie um die Zeit rumschreien wie ein Geisteskranker? Entschuldigung. Ja, Satori. Schwangerschaftstest. Ach, morgen, Frau Stockel. Oh, ja, komm, danke. Es gibt Arbeit, Wasserleiche im Bergstädter See. Fahren wir. Das ist wieder Ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgegangen. Das ist wieder witzig. Warum sind Sie denn so ruhig jetzt? Habe ich Sie beleidigt? Ich habe was nachdenken müssen. Man muss ja nicht dauernd reden. Morgen. Manchmal redet man nur so aus Höflichkeit. Zumindest in anderen Kulturkreisen. Zum Beispiel in München. Na, da wird nicht so viel geredet. Guten Morgen. Morgen. Ein neues Gesicht. Morgen. Satori, Kripo Rosenheim. Frauengerichtsmedizinisches Institut. Guten Morgen. Ich bin vertretungsweise hier. Normalerweise arbeite ich im Labor. Hallo, grüß Gott. Hofer, auch Kripo Rosenheim. Grüß Gott. Was für eine Verschwendung. Wie lange sind Sie schon in Rosenheim? Ich meine, Sie wären mir bestimmt aufgefallen. Ich bin seit 4 Monaten hier. Wollen Sie meine Telefonnummer? Später vielleicht. Schauen wir uns doch erstmal die Leiche an. Todeszeitpunkt etwa vor 2 Stunden. Der Mann ist angeschossen worden. Aber die genaue Todesursache kann eigentlich erst die Obduktion ergeben. Er heißt Anton Lugauer. Wissen Sie, was merkwürdig ist? Gleich an meinem ersten Tag in Rosenheim morgens um 8 Uhr habe ich seinen Namen gelesen. In welchem Zusammenhang? Das fällt unter die ärztliche Schweigepflicht. Oh. Also, Wiederschauen, Sie hören von mir, gell? Wiederschauen. Ach, was ist mit der Telefonnummer? War ein Scherz, haben Sie das nicht gemerkt. Ja, Michi, servus, bist du auch schon da? Grüß euch. Morgen. Klar, ich habe schon die ganze Zeit ermittelt. Aha, super. Müssen wir auch noch was machen? Nicht mehr viel. Der Name von dem Toten war, Moment, Jonathan, 1 Kilo. Mich bestimmen Schmand. Anton Lugauer, verheiratet war er, 43 Jahre alt, von Beruf Bauunternehmer. Sein Anwesen, seine Villa ist da drüben in Sichtweite vom See. Also ich glaube, der ist jeden Morgen daher zum Fischen. Was ist mit der Tatwaffe? Eine Jagdbüchse, ist aber noch nicht aufgefunden worden. Und wer hat den Toten gefunden? Ein gewisser Moment. Karl Schussmann. Da ist er. Ein Kunstmaler. Ja, Michi. Spitzenarbeit, muss ich sagen. Klasse. Ja, danke. Eine ganz neue Töne. Ja, man muss seine Mitarbeiter für ganz normale Arbeitsleistung loben. Das habe ich irgendwo gelesen. Ja, Mord, passen Sie halt auf.
Kriminalpolizei, mein Name ist Satori. Das ist mein Kollege Hofer. Schussmann, Kunstmaler. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie haben den Toten gefunden? Hier am Ufer. Ich bin immer schon früh auf dem See, wegen dem Licht. Da waren Sie aber heute schon sehr früh unterwegs. Es ist noch nicht fertig. Also. Herr Schussmann, haben Sie gesehen, was passiert ist? Nein. Aber einen Schuss habe ich gehört. So ungefähr eine Stunde, bevor ich die Leiche entdeckt habe. Aha. Ist Ihnen sonst noch irgendwas aufgefallen, was für uns wichtig sein könnte? Wirst nicht. Gut, danke. Falls Ihnen doch noch was einfällt, hier ist unsere Karte. Wiederschauen. Ja, ja! Au! Herr Mohr, Entschuldigung, aber was stehen Sie auch so blöd hinter mir rum? Was hast du hinter Ihnen stehen? Ich wollte Ihnen was zeigen! Was machen die da drüben? Das ist das Boot des Toten. Ja klar, das heißt Julia, so wie die Frau von dem Toten. Da ist keiner drin gewesen und da ist es angetrieben worden. Das glaube ich jetzt eher nicht. Wieso? Ich glaube, der Hofer meint, dass das Boot bei dem ablandigen Wind eigentlich an die andere Seite des Sees hätte getrieben werden müssen. Da, wo der Tote war? Genau. 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 Daraus folgt? Was weiß ich, das hat wer hergerudert. Und das wiederum heißt? Der Luca war nicht allein im Boot. Genau. Hofer kriegt Rosenheim. Das ist einer, bevor der Wind wieder den ganzen Dreck von draußen reinweht. Das ist mein Kollege Satori. Was Sie bitchen mit den dreckigen Schuhen? Muss das sein? Entschuldigung. Sie auch! Selbstverständlich. Sagen Sie, ist die Frau Lugauer zu sprechen? Weiß ich nicht, ich bin zum Putzen da, nicht als Empfangsdame. Gut, dann schauen wir jetzt selber. Sie, ich weiß halt nicht, ob Sie da einfach rein dürfen. Geht es Sie was an? Nein, weil Sie sind nur zum Putzen da. Ui, da schauen Sie Arbeit. Tut mir sehr leid, Frau Lugauer. Können Sie uns trotzdem noch ein paar Fragen beantworten? Hat Ihr Mann Feinde? Irgendjemand Streit in letzter Zeit? Nicht, dass ich wüsste. Höchstens, nein. Höchstens mit wem? Es gab mal eine Auseinandersetzung mit Antons Bruder Andreas. Ja. Er ist Justiziar in der Baufirma meines Mannes. Worum ging's bei dem Streit? Irgendeine firmeninterne Geschichte, ich weiß es nicht. Sie haben mit der Firma nicht so viel zu tun. Ich habe zwar Architektur studiert, aber es gibt Leute, die meinen, man sollte keine Architekten aus der Familie beschäftigen. Wer zum Beispiel? Mein Schwager Andreas, er hatte immer Angst, dass ich zu viel Einfluss in der Firma bekommen könnte. Darf ich mir noch ein bisschen im Haus umschauen, bevor die Spurensicherung da ist? Das machen Sie doch sowieso schon die ganze Zeit. Danke. Letzte Frage habe ich noch. Wo waren Sie heute Morgen zwischen 7 und 9? Ich war im Bett, ich habe geschlafen. Ich nehme an, allein. Ja. Ach, eins noch. War Ihr Mann allein auf dem See oder war noch jemand bei ihm? Jemand bei ihm? Nein, tut mir leid, das weiß ich nicht. Ich habe, wie gesagt, geschlafen. Gut, danke. Wiederschauen. Wiedersehen. Wiederschauen. Wiedersehen. Sie, seit wann sind Sie heute schon da? Seit 7 Uhr. Haben Sie die Frau Lugauer heute zwischen 7 und 9 Uhr morgens gesehen? Nein, aber der Herr Lugauer hat gefrühstückt. Der Herr Lugauer? Der Andreas, der Bruder vom Chef. Entschuldigung. Wiederschauen. Wiedersehen. Sie haben sie kodiert daheim. Nein.
Naja, aber nur weil sie beim Frauenarzt war, heißt es ja noch lange, dass sie schwanger ist, oder? Der Befund sagt aber, sie ist schwanger. So. Tatsächlich. Bitte. Was mich wundert ist, warum schmeißt ihr das weg? So was hebt man doch normalerweise auf. Naja, vielleicht wollte sie nicht, dass ihr Mann davon mitkriegt. Manchmal überrascht es mich. Wollen Sie sich nicht auch die Hände abwischen? Nicht mit dem Zeug. Servus, Frau Stockholm. Mein guten Morgen, Herr Satori. Gut, dass Sie da sind. Ich habe eine wichtige Aussage zu machen. Wissen Sie, wer miteinander verfeindet ist? Bayern und die Löwen? Na, Schmarrn, der Lugauer, also der, wo erschossen worden ist, war mit dem Schussmann verfeindet. Was? Ja, der Lugauer hat den Hund vom Schossmann erschossen. Das war so ein Terrier, gell, so ein ganzer Süßer. Jeder hat gewusst, dass ihm das Gekläffe auf die Nerven gegangen ist. Aber er hat gesagt, das war ein Versehen. Verstehen Sie? Danke, Frau Stockel, das war mal eine echte Insider-Information. Der Hofer meint ja immer nur, er weiß über alles und jeden in Rosenheim Bescheid. Wenn es am Ende auf mich rausgeht, Frau Stockel, könnte ich die haben? Was wollten Sie auf einem Räumungsverkauf von einem Kindergeschäft? Krieg ich es auch, wenn ich es Ihnen nicht sage. Danke sehr. Da schau her, dieser Schossmann ist wegen Betrugs vorbestraft. Schussmann. Hat sie mal als Fälscher versucht. Wo sitzt denn die Firma Luca, Herrschaftszeiten? Der Ding. Da schau her, danke. Ich befrag den Luca, geht's mit? Na, ich fahr noch mal beim Schussmann vorbei. Na, glaubst du ihm nicht, dass wegen Betrugs vorbestraft? Insider-Tipp. Jetzt glaube ich, ist er beleidigt. Die niemand sehen. Haben Sie nicht gehört, was passiert ist? Ja, natürlich habe ich es gehört. Sagen Sie, der Ralf ist hier. Ich bin nicht dabei. Ist schon gut, Frau Seilmann. Sie können unten die Wäsche machen. Ja, Frau Lugauer. Ich bin so froh, dass du da bist. Ja, grüß dich, Leo. Was magst denn du da? Ich hab ein bisschen was einkauft. Ein Strampelanzug und ein Babyrassel. Bei einer alten Bekannten, da ist es bald soweit. Bei einer alten Bekannten. Ja, ganz schön teuer, wenn die Babysachen werden. Probier's halt am Flohmarkt. Das ist eine Idee. Aber seit wann interessierst du dich für Kindersachen? Ja, du, ich bin so zufällig des Weges gekommen, dann habe ich das so gesehen und habe mal so geschaut. Ja, dann, servus. 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 So was Blöds glaubst du, dass ihr schafft? Was kann ich für Sie tun? Ja, ich habe natürlich ein paar Fragen an Sie, Herr Lugauer. Sie hatten mit Ihrem Bruder Streit. Hat Ihnen das meine Schwägerin erzählt? Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit. Aber nichts, wofür man jemanden umbringen würde. Und was ging's dabei? Ach, es ging um unterschiedliche Ansichten zur Buchhaltung. Ja, und was genau? Ich bitte Sie um Verständnis, das ist firmenintern. Selbstverständlich. Herr Luga, was haben Sie heute Morgen zwischen 7 und 9 gemacht? Gefrühstückt. Allein? Ja. Das heißt, unsere Putzfrau hat mich gesehen, Frau Seilmann. Haben Sie heute Morgen Ihre Schwägerin gesehen? Nein. Ja, ich hab vermutlich noch geschlafen. Wollen Sie auch ein? Danke. Herr Luga, wie war das Verhältnis Ihrer Schwägerin zum Ermordeten? Ganz einfach. Er hat sie als sein Eigentum betrachtet. Und wie hat sie das gesehen? Naja. Sie war natürlich am Anfang von seinem Erfolg geblendet. Und fand das alles faszinierend. Aber mit der Zeit. Wie fühlt man sich, wenn man in der Inventarliste seines Ehemanns hinter dem neuen Betonmischer rangiert? Hört sich irgendwie nach zerrütteter Ehe an. Wie kommt sie was beim Tod ihres Mannes? Die Hälfte seines Vermögens, ich die andere Hälfte. Wie ist Ihr Verhältnis zu Ihrer Schwägerin?
Sagen wir mal so. Herzlich wäre nicht das richtige Wort. Aber wir haben uns aneinander gewöhnt. Ja, gut, das wär's dann soweit. Danke. Ah ja, eins noch, Herr Lugauer. Haben Sie gewusst, dass Ihre Schwägerin schwanger ist? Ach ja? Dann lief da vielleicht doch noch mehr, als ich dachte. Sehr gut, Herr Lugauer. Noch ein Stockel, haben Sie es verstanden? Also, wenn Sie jetzt gedacht haben, dass ich da gelauscht habe, dann haben Sie sich getäuscht. Das würde ich nie von Ihnen denken. Was haben Sie eigentlich gemacht? Ich bin da an der. Also, ich bin an der Tür vorbei zufällig und dann habe ich. Das müssen wir jetzt auch nicht vertiefen. Frau Stockel, ich hätte bitte, könnten Sie was nachschauen? Und zwar, mir ist es, hätte in der Hauspost vor einiger Zeit was gesehen. Irgendein Vorgang betreffend die Firma Lugauer. Für eine andere Abteilung oder so. Ja, mache ich. Gut. Ach, Herr Hofer. Da drüben sitzt der Schussmann. Wenn ich mir vorstelle, dass der das war, läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Dann schau jetzt mal ganz schnell da rein. Nicht, dass er dem Kollegen Sartori noch was antut. Was kommt, der Schussmann? Wie schaut's aus? Es zieht sich. Ich lass mir nichts anhängen, ja? Ist doch immer das Gleiche. Bist vorbestraft, bist auch gleich verurteilt. Herr Schussmann, es reicht jetzt. Ich kann's wirklich nicht mehr hören, dieses Gejammer. Sie waren zum Zeitpunkt des Mordes am See und Sie haben ein Motiv. Ich bring doch niemanden um, bloß weil er meinen Hund erschossen hat. Angedroht haben Sie es aber, sagen zumindest mehrere Zeugen aus dem Rosenbräu. So was sagt man halt im ersten Aufwallen der Gefühle. Schauen Sie mich an, sehe ich aus wie ein Mörder? Herr Schussmann, wenn man das den Leuten ansehen würde, dann wären wir arbeitslos. Nehmen wir mal an, Sie waren es nicht. Wer war es dann? Sie waren doch auf dem See. Da haben Sie doch bestimmt was mitgekriegt. Ja, ich hab den Lugauer in seinem Boot gesehen. Und irgendwann mal habe ich den Schuss gehört. Aber dann habe ich das Boot nicht mehr gesehen. War der Lugauer allein im Boot? Hm? Warten Sie. Jetzt muss ich sagen, ich glaube, da war noch jemand im Boot. Wie hat der ausgeschaut? Ich weiß es wirklich nicht. Es war zu weit weg. Und da war auch ein Sonnenschirm. Und ich habe ja auch in dem Augenblick nicht drauf geachtet. Das Licht war gerade besonders gut. Ach so, ja, das ist blöd. Aber dann geben Sie ihm am besten den Obduktionsbericht, wenn ich... Wiederschauen. Ah, Frau Dr. Braun. Das ist ja eine Überraschung. Hallo. Grüß Gott. Ich war gerade hier in der Gegend und da dachte ich, ich bringe den Obduktionsbericht selbst vorbei. Das ist ja reizend. Bitte. Sie haben übrigens vergessen, mir Ihre Telefonnummer zu geben. Ja. Ich weiß nicht, was da zu grinsen gibt. Ich habe was rausgefunden. Die Firma Lugauer hat vor 2 Wochen eine Anzeige gegen Unbekannt erstattet, wegen Unterschlagung. Es sind mehrere Ladungen von Glasbausteinen weggekommen. Vor zwei Tagen haben sie die Anzeige wieder zurückgenommen, ohne Begründung. Sie sind ganz allein hier. Ja. Also der Herr Lugauer ist ertrunken. Der Schuss hat den linken Lungenflügel gestreift. Aber daran ist er nicht gestorben. War die Schussverletzung so schwer, dass er es nicht mehr bis zurück ins Boot geschafft hat? Das ist unwahrscheinlich. Es könnte aber sein, dass er durch den Schuss so in Panik geraten ist, dass er daraufhin die Orientierung verloren und Wasser in die Lunge bekommen hat. Mit Ihrer Kombinationsgabe wären Sie eine gute Kommissarin. Wie wäre es mal mit einem Einstellungsgespräch? Zum Beispiel morgen Abend. Mögen Sie Sushi? Ich hoffe, ich störe nicht. Frau Dr. Braun, ich hätte mal eine Frage. Sie haben ja den Herrn Lugauer gekannt. Beruflich, ja. Ich frage nur, weil die Frau Lugauer ist schwanger. Wissen Sie da zufällig irgendwas drüber? Sie schauen so erstaunt, also wenn es um Ihre berufliche Schweigepflicht geht, Sie wissen ja, wie es läuft. Wenn es dazu dient, einen Mörder zu finden, ist es durchaus im Interesse des Verstorbenen, dass Sie aussagen. Wie Sie vielleicht wissen, sind wir auch als Dienstleister für Krankenhäuser tätig. Das heißt, wir machen Labortests, Gewebeuntersuchungen und Ähnliches. Und an meinem ersten Tag hatte ich eine Probe von Herrn Lugauer zu untersuchen, ja? Gewebe? Sperma. Herr Lugauer hatte sich einer Sterilisation unterzogen und jetzt sollte festgestellt werden, ob sie erfolgreich war. Sie war erfolgreich. Was habe ich Ihnen gesagt? Es war noch jemand im Boot. Schussmann hat Ihnen doch nur erzählt, was Sie hören wollten.
Guten Abend, die Herren. Nein. Was nein? Nein, wir haben noch keinen Täter. Ja, aber Hauptsache, Sie sind an der Sache dran. Ne? Selbstverständlich. Aber ich habe ein kleines Problem. Mein Wagen springt nicht an. Ja, also ich bin da völlig unbegabt. Ja, das ist jetzt blöd. Wir sind gerade auf dem Weg zu einer Zeugenbefragung. Ja, aber das kann doch der Herr Sartori auch allein, oder? Wenn Sie meinen, bis später. Wiederschauen. Na, warte. Ich zeig's Ihnen mal. Kommen Sie. Bitte. Danke. Genau das brauche ich jetzt. Sagen Sie, die Anzeige wegen Unterschlagung, hat die was mit dem Streit zu tun? Die Glasbausteine wurden an eine andere Firma veräußert und der Erlös davon ging an mich. Für Gewinnbeteiligungen, die mir sowieso zustanden. Und? Ich glaube, das nennt man Unterschlagung. Zumindest hat Ihr Bruder das so gesehen. Mein Bruder hat die Anzeige zurückgenommen, als er erfuhr, dass ich dahinter steckte. Außerdem, ist das ein glaubwürdiges Mordmotiv? Der wusste doch schon alles. Sagen Sie, Herr Lugauer, können Sie sich vorstellen, dass Ihre Schwägerin einen Liebhaber hat? Hallo. Darf ich mir einen Espresso machen? Oh, und Entschuldigung, ich wusste nicht, dass du Besuch hast. Frau Lugauer, Sie kommen gerade richtig. Bleiben Sie doch am besten gleich hier. Hier. Ja, Herr Sartori hat mich gerade gefragt, ob du einen Liebhaber hast. Ich habe natürlich gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Und? Haben Sie einen? Wenn Sie mich so direkt fragen, ja. Er heißt Ralf Gruber und ist Fitnesstrainer und wir haben seit einem Jahr eine Affäre. Zufrieden? Allerdings, ja. Das war's dann erstmal. Wiederschauen. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt besonders schlau war. Die finden sowieso was. Herr Hofer! Oh, servus, Marie. Servus. Ist irgendwas? Wieso? Ich weiß auch nicht, bist irgendwie anders in letzter Zeit. Du kannst es nicht akzeptieren, dass ich auch einmal anders bin. Ich bin halt keine Maschine. Ach, Scheiße. Warte, ich helf dir. Was ist deswegen? Ich bin seit 2 Wochen überfällig. Ja, und? Ihr habt den Test noch gar nicht gemacht. Ich weiß, es ist schon der 2. Ich habe gestern schon mal einen gekauft. Den habe ich dann weggeschmissen. Verstehe ich nicht. Weil ihr nicht wissen wollt, wie er ausgeht. Ach, Marie. Weiß der Leo schon davon? Ich wollte es ihm heute Morgen sagen, aber dann kam der Kabinen dazwischen. Außerdem, Männer reagieren oft komisch, wenn du sagst, du bist vielleicht schwanger. Hast schlechte Erfahrungen gemacht? Der Vater von Vincent auch komisch reagiert. Ins Hemd gemacht hat er sich. Wegen seiner Freiheit. Und er wäre noch nicht reif für ein Kind. 34 war er, der Hans Wurst. Ja, und deswegen gibt's ihm nicht mehr. Weißt du, was er gesagt hat? Marie, hat er gesagt, wenn du es unbedingt haben willst, ich werde es dir nicht verbieten. Da bin ich rausgeschmissen. Besser Komfort, da bist du geworden. Aber kein Wort zu meinem Bruder. Versprich mir's. Großes Kriminalehrenwort. Ausgerechnet jetzt kommt er. Grüß Gott, mein Hans. Ist irgendwas? Nein. Wieso? Ja, ich komme da rein und hab das Gefühl, ich störe. Ach, es ist nur, Die Marie hat gerade geputzt und sie sind total verdreckt. Da zum Beispiel. Na, die Kisten von Balthasar, Herrschaftszeiten. Glaubst du, den halben Motor hat er ausbauen müssen? Birnbaum und Hollerstamm. Und, wie war's bei Ihnen? Die Frau Lugauer hat tatsächlich einen Lover, ihren Fitnesstrainer.
Ich habe aber heute nicht mehr erreicht. Wir kaufen es gleich morgen früh, oder? So, jetzt brauche ich ein Weißbier. Ja, das haben Sie sich verdient. Das meine ich auch. Ja, ich muss einen Kühlschrank. Ach so, gegen den Weißbier. Warum sagen Sie das nicht gleich? Bitte. Danke. Ja, ich setz mich draußen hin, nur für den Fall, dass ihr was Privates zu bereden habt, gell? Wir sind übrigens ziemlich empfindlich. Hast noch einen? Marie! Marie! Okay. Du sollst dich nicht immer so schwer schleppen. Komm, gib her. So, komm her. Setz dich mal da hin. Sag so. Mal, was ist denn los? Na, ich hab mir gedacht, dass wir mal so richtig gemütlich frühstücken. Und ein bisschen reden. Über was denn? Irgendwas, weiß nicht. Vielleicht gibt's irgendwas Neues, was du jetzt mal sagen willst. Eigentlich nicht. Nicht? Morgen. Mama. Ich komm nach, später. Das ist für mich. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Morgen. Morgen. Das ist für Sie. Ups. Na, nicht schon wieder. Sie, ich komm gleich nach, gell? Ist gut. Ja, Kabinian. Der Schwager, grüß dich. Schwager, ganz so weit sind wir noch nicht. Ja, ich hoffe doch bald. Oder willst du die Marie im 9. Monat heiraten? Okay, komm. Jetzt haben wir Schluss mit der Heimlichtuerei. Die Marie ist schwanger? Na, doch? Na. Okay, jetzt sag bloß, du weißt nichts davon. Doch, doch. Seit wann weißt du davon? Ich meine, wieso weißt du davon? Ich bin ihr Bruder, sowas kriegt man doch mit. Ja, logisch. Also, ich muss dann. Grüß mir die Marie. Ach, Schmann. Ich fahr dann selber raus. Servus. Sind Sie, wissen Sie, wo das Teil hingehört? Nee, tut mir leid, keine Ahnung. Und wo der Herr Hofer ist, wissen Sie damit? Sie wissen ja nicht viel. Satori? Aha. Seit wann? Ja, gut. Was wollt ihr denn schon wieder? Irgendwas wegen seinem Motor. Oh, mein, mein. Fahren wir zum Leo. Da sitzt der Gruber, der Fitnesstrainer, mit der Frau Luga im Biergarten, beim Frühschoppen. Aha. Das überrascht uns ja nicht mehr. Ich war beim Joggen. Alibi nennen Sie das nur, wenn Sie wer dabei gesehen hat. Fassen wir also noch mal zusammen. Sie haben seit einem Jahr ein Verhältnis miteinander. Sie erwarten gemeinsames Kind. Gestört hat dabei eigentlich nur Ihr Ehemann. Der Ihnen außerdem einen Haufen Geld hinterlässt. Genau. Und Alibi haben Sie beide keins. Jetzt hören Sie doch mal auf. Ich habe meinen Mann nicht erschossen und Herr Gruber auch nicht. Ausschauen tut's aber anders. Frau Stockel, was gibt's? Ja, ist ja gut. Ja, Frau Stockel, wir kommen gleich. Sofort. Sagen Sie, Sie soll dabei warten. Bis gleich, ja. Ich weiß auch nicht. Was wissen Sie auch nicht? Wir sind extra wegen Ihnen hergefahren. Frau Sellmann, bitte. Was wollten Sie uns erzählen? Haben Sie uns was verschwiegen? Ich wollte nicht mehr. Ich bin heute schon über 10 Jahre bei den Lugauers. Ja. Also, was haben Sie mir gestern verschwiegen? Ich hab den Herrn Lugauer nicht die ganze Zeit gesehen. Ich hab geputzt. Also was haben Sie jetzt gesehen und was nicht?
Um 6:45 habe ich das Frühstück weggeräumt. Und da musste Herr Lugauer aus dem Haus gegangen sein. Ist er irgendwann zurückgekommen? Ja, eine halbe Stunde später. Und einen Dreck hat er reingetragen. Und außerdem. Außerdem? Wie ich auf der Terrasse gestanden bin, habe ich ihn gesehen. Am See unten. Was hat er da gemacht? Er hat irgendwas in den See geworfen. Und was war das? Ein Stock oder ein Ast. Irgendein langen Gegenstand. Da kann das auch ein Quer gewesen sein. Könnte ich mal Herrn Gruber sprechen, bitte? Hier ist Lugauer. Hören Sie mir zu, ich mach's kurz. Die Polizei glaubt, ich hätte meinen Bruder erschossen. Frau Sellmann hat gegen mich ausgesagt. Und wenn die Sache so steht, wird es unabwendbar, dass irgendjemand der Polizei die Wahrheit sagt. Jetzt wird's aber Zeit. Was haben Sie gemacht? Nichts, nur was geschaut. Na also. Und? Was sagt die Spurensicherung? Sind verwertbare Fingerabdrücke drauf? Nur der Scherz. Naja, war ja eh nicht zu erwarten. Karl kriegt die Aussage von der Putzfrau gleich ein anderes Gewicht. Jetzt holen wir uns einen Haftbefehl und dann diesen Lugauer. Genau. Ich möchte Aussage machen. Aha. Na, dann schießen Sie mal los. Ich hab den Anton Lugauer erschossen. Was? Was? Was machst denn du da? Kann das sein, dass du mir was verheimlichst? Woher weißt du das? Dein Bruder hat so Andeutung gemacht. Marie, warum muss ich das vom Corbinian erfahren? Traust mir nicht. Ich war mir einfach nicht sicher, wie du reagierst. Tja. Und? Wie hätte ich reagiert? Ich wäre mit einem Mal der glücklichste Wirt in ganz Bayern. Ehrlich? Ja, logisch. Es ist aber noch nicht sicher. Ich muss nur zum Arzt. Nimmst die trotzdem? Mei. Ich bin mir nicht sicher, ob du der Vater bist. Was? Ach, ich wollte sagen, ob du Vater wirst. Aber eins weiß ich ganz genau. Dass du der Mann meiner Träume bist. Ich kann das nicht glauben. Ich meine, wenn ich jemanden in die Augen schaue, dann sehe ich doch, ob jemand schuldig ist. Und dieser Schussmann, also der Blick, eiskalt ist es mir den Rücken runtergelaufen. Ja, bloß wenn wir vor Gericht mit dem Rücken nicht viel Staat machen, Frau Stockel. Jetzt seien Sie doch nicht immer so trocken. Ich denke, man braucht doch auch ein bisschen ein Gefühl für den Fall. Gut, das Gefühl habe ich jedenfalls ganz bei der Sache. Gratuliere, meine Herren. Fall gelöst, höre ich. Ja, ich seien Sie so bescheiden. Ich hätte da übrigens schon wieder ein kleines Problem mit meinem Wagen. Bei der Operation gestern ist das da übrig geblieben. Ich wollte schon selber einbauen. Aber was ist das? Eine Nuss. Eine Nuss? Eine Imbusnuss. Und wo gehört's hin? In Werkzeugkasten. Nebenbei bemerkt, ist der Fall gar nicht gelöst. Aber warum kommt der Gruber ausgerechnet jetzt mit seinem Geständnis? Wir hatten noch praktisch nichts gegen ihn in der Hand. Das Gewissen? Schmarrn. Was? Das Interessante ist doch, wem ist es nachgegangen? Dem Andreas Lugauer. Und genau da kommt der Gruber daher mit seinem Geständnis. Ja, vielleicht wollte er den Lugauer schützen. Schmarrn. Wenn der Gruber jemanden schützen wollte, dann doch eher seine Geliebte, die Frau Lugauer, die Julia. Aber gegen die haben wir auch nichts in der Hand.
Moment. Moment mal. Wir gehen noch davon aus, dass auf dem Boot noch jemand war. Jemand, der das Boot ans Ufer gerudert hat. Entschuldigung. Was sollen Sie jetzt da? Sie bringen alles durcheinander. Da ist ein Obduktionsbericht. Sie meinen, der Lugauer hat was gegen seine Schwägerin in der Hand? Ja. Und der Gruber? Alles klar. Hat gestanden, damit der Lugauer nicht auspackt. Das könnte sein. Von der Terrasse der Villa hat man einen Spitzenblick auf den See. Genau. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass das Opfer aufgrund der Schussverletzung ertrunken ist. Gehen wir. Und den Gruber nehmen wir gleich wieder mit. Genau. Er hätte dich nie freigegeben. Es war die einzige Chance. Er hätte nie zugelassen, dass du unser Kind kriegst. Dann bist du wahnsinnig! Frau Luca, kennen Sie den Unterschied zwischen Mord und versuchtem Mord? Was meinen Sie denn? Er meint, Mord bedeutet lebenslänglich, versuchter Mord so 5 Jahre ungefähr. Wenn der Herr Gruber ihren Mann angeschossen hat und er ist aufgrund seiner Verletzungen ertrunken, dann ist das Mord. Wenn er aber durch den Schuss nur ins Wasser gefallen ist und jemand anderer hat dafür gesorgt, dass er ertrinkt, dann war das nur versuchter Mord für Herrn Gruber. Julia, was hat das zu bedeuten? Ich habe meinen Mann getötet. Na, das stimmt nicht. Ich sag das nur, um mir zu helfen. Hör auf! Ich war doch mit ihm im Boot. Dann kam dieser Schuss. Er ist sofort ins Wasser gefallen. Ich bin hochgeschreckt. Ich habe mich umgeguckt. Da war niemand mehr. Da hat Ihr Mann noch gelebt. Ja. Er hat sich am Bootsrand festgeklammert. Wollte sich wieder hochziehen. Aber hatte nicht mehr genügend Kraft. Ich habe ihn angeschaut. Lange. Wie er immer schwächer wurde. Irgendwann hat er losgelassen und dann bin ich einfach weggerudert. Julia. Ich hatte doch solche Angst um das Kind. Irgendwann hat er es rausgekriegt, dass ich schwanger bin. Oh Gott. Oh Gott. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr er Kinder gehasst hat. Herr Gruber, was ich noch nicht verstehe, ist das mit dem Gewehr. Ich war so erschrocken. Ich bin einfach davon gelaufen und habe das Gewehr ins Gebüsch geworfen. Der Herr Luger hat das von der Terrasse aus gesehen, hat das Gewehr genommen und dann ins See geworfen. Warum hat er das gemacht? Ja, um die Beweise zu vernichten. Würde man mich erwischen, dann wäre er mit dran gewesen. Und warum? Er hat doch das Gewehr besorgt. Und er hat mich doch erst auf die Idee gebracht. Ach, er hat sie zu dem Mord angestiftet. Aber warum? Andreas hatte wahrscheinlich Angst, dass er ihn enterbt. Wegen der Unterschlagung. Ich glaube nur, der wird das alles abstreiten. Ralf ist verhaftet worden. Er hat auf Anton geschossen. Komisch. Ich dachte eigentlich, du warst es. Ehrlich? Bin ich gar nicht der Typ für. Das stimmt. Du hast es Ralf machen lassen. Hat er das behauptet? Dann lügt er. Du musst dir keine Sorgen machen. Der Polizei hatte davon nichts erzählt. Aber mir. Ich würde jetzt ganz gerne noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Wir sollten uns überlegen, wie wir die Leitung der Firma aufteilen. Da wird gar nichts aufgeteilt. Du hältst dich aus der Firma raus. Ich denke, das haben wir so besprochen. Warum soll ich mich raushalten? Du solltest mir wirklich dankbar sein. Ich habe dir deinen Mann vom Hals geschafft. Du meinst Ralf?
Komm, wenn ich dem nicht jeden einzelnen Schritt vorgebetet hätte und am Schluss das Gewehr entsorgt, dann wären wir von diesem Sklaventreiber nie erlöst worden. Also, was ist mit der Firmenleitung? Ich glaube, da müssen Sie sich jetzt ganz andere Lösung einfallen lassen. Okay. Dustin, das ist meiner! Michi, was machst du denn für eine Show? Lassen Sie mal seinen Spaß. Jetzt haben wir Servus, Marie. Alkohol in deinem Zustand? Ich war beim Gynäkologen. Ich bin nicht schwanger. Und? Traurig oder froh? Weiß nicht. Wäre schon immer nett gewesen. Ja, und du wirst es, wie der Leo zu dir steht. Doch, das weiß ich wenigstens. Der war total enttäuscht, wie er gehört hat, dass ich doch nicht schwanger bin. Na also. Servus, ihr zwei. So, meine liebe Schwesterherz, jetzt ist Schluss mit der Heimlichtuerei. Das wäre einmal die Grundausstattung. Hm. Oh, ist das lieb. Du, Corbinian, ich bin doch nicht schwanger. Ehrlich nicht? Schade. Ja, dann war ich wohl ein bisschen voreilig. Er kann so ein netter Kerl sein. Ja, wenn er will. Ja, ja.